Das war schon so ein Lebenswunsch, sich nochmal zu verändern im Leben und nochmal was ganz anderes zu machen. Wie in einer guten Ehe gibt es auch mal Streit, aber der ist meistens so gefrickt, dass es in der Sache ist. Ich bin ja in meinem ersten Leben Kosmetikerin und das hat ja ganz viel mit Ästhetik zu tun. Das muss ich ja jetzt hier irgendwie in der Küche ausleben. Man nehme ein Glas Wein und schütte es in den Koch. Das habe ich letztens geschenkt bekommen. Fand ich klasse. Nee, sie müssen es halt dann auch alle essen, egal wie. Einfach mal raus aufs Land. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband hat Hessens 50 beste Dorfgasthäuser ausgezeichnet. Schlafen wie Dornröschen im Himmelbett, beim bösen Wolf oder dem Froschkönig unter die Decke kriechen oder doch lieber in einem Weinfass übernachten? Schnuckelig. Kriterien der Auswahl waren unter anderem Förderung der regionalen Identität, innovatives Konzept, Pflege der Tradition und Nachhaltigkeit. 5 der ausgezeichneten Dorfgasthäuser haben wir besucht und wir sind gestoßen auf kreative Gastfamilien, auf regionale Delikatessen und Ferienparadiese mitten in Hessen. Bevor in der Märchenschmiede von irgendeinem Teller gegessen wird, beginnt der Arbeitstag von Angie Janenski. Sie führt gemeinsam mit ihrem Mann einen Landgasthof in Morschen. Ihr Tag beginnt, wenn ihre Gäste noch friedlich schlummern. Ungewohnt, denn bis vor 3 Jahren hatte Angie noch einen ganz anderen Job. Ich bin ja in meinem ersten Leben Kosmetikerin und das hat ja ganz viel mit Ästhetik zu tun. Das muss ich ja jetzt hier irgendwie in der Küche ausleben. Heute hat sie besonders viel auszuleben, denn zusätzlich zu den Pensionsgästen hat sich eine Geburtstagsgesellschaft aus dem Ort zum Frühstück angemeldet. Die 52-Jährige übernimmt den Service. Und hat dabei immer noch Zeit für einen persönlichen Plausch. Ja, genau. Habt ihr eigentlich eure Ziegen gar nicht mehr da oben stehen? Doch. Och, dann haben sie sich versteckelt, sonst kommen sie immer angerannt. Wenn ich daher spaziere. Die Herrenrunde genießt das Frühstück und ist mächtig stolz auf den kleinen Ort mit seinen knapp 700 Einwohnern. Wir hatten am Anfang nicht so gedacht, dass er so angenommen wird. Nicht? Also das ist ganz toll, was sich hier im Laufe der Zeit entwickelt hat. Und somit sind wir ja auch der Ort Neumorschen eben halt weit über unsere Grenzen und sogar über die Kreisgrenzen hinaus bekannt geworden. Reichhaltiges Frühstück, tolle Küche, liebevolle Dekorationen, das spricht sich auch bei Radlern rum. Nach der Besichtigung von Kloster Haidau, einer Überfahrt mit Hessens einziger Fahrradseilbahn über die Fulda, machen sie gerne in der Märchenschmiede in Morschen Station. Schließlich führen mehrere Fernradwege hier vorbei. Gastwirtin Angie bleibt für eine Pause keine Zeit. Die Zimmer warten. Währenddessen kümmert sich Ehemann Gerd um die Reservierung und die Abrechnung. Ja. Ja, bis dann, ne? Tschüss, mal vielleicht ein anderes Mal. Ciao. Der Papierkram ist sein Metier, denn bevor er Gastwirt wurde, war er jahrelang Betriebswirt. Den alten Job gab er krankheitsbedingt auf. Zahlen und Rechnungen sind heute für ihn ein notwendiges Übel. Ich mag es nicht so gerne, ich mache es aber trotzdem. Was ich lieber mache, ist, mich mit Gästen zu unterhalten. Ja, also wenn jemand, sagen wir mal, alleine kommt, das haben wir ja auch manchmal bei den Übernachtungen, sitzt so ein bisschen da und trinkt was oder isst was, beziehungsweise eigentlich trinkt eher was und macht so den Eindruck, als wenn man gerne ein Gespräch führen würde, dann versuche ich ihm den Abend so ein bisschen schön zu machen. Und ja, das ist so mein Ding. Gerd ist die Seele des Gasthofes und er hat mit seiner freundlichen Art schon viele Stammgäste gewonnen. Und die Ideen gehen ihm einfach nicht aus. Jetzt möchte er den Nordhessen eine für die Region eher ungewohnte Delikatesse näher bringen. Wir hätten gerne einen Frühschoppen. So einen Frühschoppen, an dem jeder so ein bisschen Spaß hat. Und damit ist praktisch schon die Idee geboren, dass wir mal mit dem Weißwurstessen anfangen. Und deswegen treffen wir uns so einmal im Monat zum Weißwurstessen. Das Schönste ist, wenn du in ein Wirtshaus kommst, wo der Gastwirt genau das macht, was er selber gut findet. Und dann ist die Qualität einfach am höchsten. Angie ist das Herz, das den Betrieb am Laufen hält und die Deko-Expertin für die ganz besonderen Zimmer. Und dann haben
haben wir hier halt eine goldene Decke, die das Goldmariechen darstellt, wie sie mit Gold überschüttet wird. Dunkler Fußboden ist dann schon eher Pech. Und ja, geheizt wird in diesem Raum mit diesem hübschen Öfchen da drüben. Und ja, der stellt den Backofen dar, in dem das Brot backt. Da ist das Köpfchen immer am Rattern, was man als nächstes noch machen könnte. Für Gäste gibt es aber jetzt schon unglaublich viel zu entdecken. Jedes der neun Zimmer ist einem Märchen gewidmet. Da kann man baden mit dem Froschkönig. Oder fast so fest schlafen wie Dornröschen. Zimmer zum Verlieben. Eine Nacht in der märchenhaften Pension kostet zwischen 33 und 75 Euro, je nach Ausstattung des Zimmers. Alles sollte etwas anders werden. Die Gasträume, die Zimmer, die Atmosphäre. Sie wollten den Gästen Ferien vom Ich bieten. Das war schon lange der Plan für den Neuanfang, als Angie und Gerd endlich mit über 50 in Morschen das geeignete Zuhause für ihre Träume fanden. Das ganze Projekt mit den Märchen, dann kam die Schmiede dazu, das lag hier an diesem Objekt, dass auch noch eine Schmiede dabei war, dass wir das ganze Märchenschmiede nennen konnten. Das war schon so ein Traum, so ein Lebenswunsch, sich nochmal zu verändern im Leben und nochmal was ganz anderes zu machen und das mit wirklich netten Leuten zusammen. Für den Nachmittag hat sich ein Frauenstammtisch angekündigt und Angie steht schon wieder in der Küche. Von ihr wird frisch gebackener Kuchen erwartet. Neben Servicekraft und Zimmermädchen ist sie jetzt sozusagen auch noch Bäckerin. Eine One-Woman-Show mit ganz besonderem Antrieb. Das Positive. Man bekommt ständig irgendwie gesagt, ach, das ist so klasse, was ihr hier macht. Und das hilft einem über manche Stunde, wo man denkt, ich kann nicht mehr hinweg. Weil das gibt es auch, solche Minuten, wo man wirklich an die Grenzen gerät. Gerade in der Gastronomie, wenn man alles selber macht. Während sich bei den ersten Sonnenstrahlen der Biergarten so langsam füllt, ist im Café auch schon der Stammtisch eingetrudelt. Die Mittwochsdamen lassen es sich hier bei Kaffee und Kuchen regelmäßig gut gehen. Ist immer lecker und Kuchen. Es macht wirklich schönen Kuchen immer. Gerd und Angie sind auch bei vollem Haus ein eingespieltes Team. Am Nachmittag bekommen sie Unterstützung in der Küche und beim Service. Dann bleibt auch mal Zeit für eine Pause. Die Märchenschmiede. Ein Traum, den sich Gerd nach dem Ausstieg aus seinem alten Job erfüllen konnte. Dank Angie. Ohne meine Frau wäre das hier gar nicht denkbar. Also wenn sie gesagt hätte, weißt du, ich möchte gerne meinen Kosmetiksalon weitermachen, dann hätte ich dann auch zurückgesteckt. Hätte gesagt, alleine schaffe ich es einfach nicht. Und, man darf es nicht als Arbeit sehen. Und das habe ich am Anfang so gemacht. Das ist Arbeit, das ist Freizeit, weil ich so gewöhnt war. Aber wenn man sowas macht, dann ist das immer Freizeit. Und man hat halt ganz viel Besuch im Wohnzimmer. Ja, der Vorteil ist, jetzt können wir einen ganzen Tag zusammen sein. Ja, das geht ja sonst nicht. Ich meine, der eine geht hier hin, der andere geht dahin und man sieht sich abends. Und wir sind halt einen ganzen Tag zusammen und das ist schon schön. Ja. Und wenn sich dann am Ende des Tages die Bar im ehemaligen Saustall mit jungen Gästen füllt, dann sind die beiden immer noch auf den Beinen. Ein ganzer Tag für ihren Gasthof und die Gäste. Ja, und wenn man dann hier so mit dabei ist, ne, und man wird von den jungen Leuten so akzeptiert. Ja. Ich meine, wir sind ja nun schon etwas gediegener. Von drei Generationen. Ja, wenn man überlegt, gerade hier sind drei Familien. Das sind die Enkel sozusagen, deren Eltern kommen und deren Großeltern kommen. Ja. Manchmal zweifelt man natürlich auch, das ist ganz klar, wenn es gerade sehr viel ist und man ein bisschen abgespannt ist. Aber letztendlich ist es so, dass die kommen, einem immer das Gefühl geben, es ist schön, dass ihr da seid. Und das motiviert unheimlich, ja. Der Ertrag ist nicht alleine, wenn man Geld verdient. Der Ertrag ist auch, wenn man was mitnehmen kann. Gewisse Herzenswärme, die wir hier erfahren. Ihr habt das ja jetzt gesehen im Laufe des Tages. Ne? Ich denke schon, wir haben alles richtig gemacht. Ja. Er hat sich also gelohnt, der Aufbruch in ein neues Leben als Gastwirte mit Leib und Seele. Ja, was? 55 sind das hinten. Ich stelle jetzt gerade das Menü vor und dann legen wir los.
So sieht er aus, der ganz normale Arbeitsalltag im Rhöner Landgasthof Kehl, einem Familienbetrieb seit rund 90 Jahren. Dieter Kehl hinterm Tresen, Bierzapfen hat er schon als kleiner Junge vom Vater gelernt. Er weiß, wie man Gäste glücklich macht. Was im Räumchen, wie Sie sich leichter fühlen. Wieso? Ja, wenn Sie bezahlt haben, meine ich. Ach so. Genau so wie Ehefrau Eva. Ein Prost auf die Gäste. Das ist da wohl der Rhöner Charme, mit dem hier im Örtchen Labach bei Tann geworben wird. Es ist Samstagvormittag. Im Gasthaus treffen sich die Familie und die Angestellten zum gemeinsamen Frühstück. Ich habe hier noch einen Rundertisch stehen. Den müsstest du mir noch raus in die Garage bringen. Ja, 11.30 Uhr empfangen, das müssen wir halt erstmal. Du musst jetzt erst die Menükarte noch drucken. Benjamin Kehl, Juniorchef, geht mit allen den Ablauf des Tages durch. Welche Gästegruppen kommen? Was steht auf dem Menüplan? Welche Arbeiten müssen wann gemacht werden? Heute brummt der Laden. Eine Geburtstagsfeier steht an, eine Tagung und natürlich der ganz normale Hotel- und Gasthausbetrieb. Vorbereitungen in der Küche. Vor 10 Minuten wurden die frischen Rhönforellen geliefert. Die schwammen morgens noch im Fischteich des Nachbarortes. Neben dem Lamm ist die Rhönforelle eine der beliebtesten Spezialitäten im Gasthof. Ja, ich finde, Identität ist schon sehr wichtig. Also wir pflegen ja auch das Prinzip, Zukunft braucht Herkunft. Das heißt, man muss wissen, wo man herkommt. Wenn ich jetzt nach Spanien gehe, möchte ich ja auch nicht zwingen, dann auch mal ein Schnitzel oder eine Bratwurst essen. Da gibt es sicherlich Leckeres. Und so, denke ich, ist es in der Rhön auch. Benjamin Kehl war in verschiedenen Sterneküchen in Deutschland. Seit 2010 ist er wieder im elterlichen Familienbetrieb. Wir sind ein eingespieltes Team. Wir sind ja in unserer Küche mit 5 Leuten in der Regel. Mein Vater stößt immer dazu, ja. Was haben wir denn für Ragout? Schmandcreme haben wir drauf mit Grütze. Was haben wir für Ragout hier? Obstsalat. Obstsalat, frischen Obstsalat. 2 Generationen in einer Küche. Geht das immer gut? Wir sprechen viel ab, wir tun viel. Von daher, wie in einer guten Ehe, gibt es auch mal Streit. Aber der ist meistens so gepflegt, dass es in der Sache ist. Nicht, weil wir uns schon immer so gemacht. Also das ist ja so ein Ausdruck, den man durchaus in verschiedenen Landstrichen kennt. So, mein Vater hat immer vorwärts gedacht, in der Sache immer, wenn man gute Argumente bringt, dann lass uns das neu nach vorne bringen. Mein Vater war immer vorwärts gerichtet gedacht und das macht es dann einfacher. Ne? Auch wenn man manchmal einfach ganz normal in den Generationen eine andere Auffassung ist, wie sich was zu bewerten hat. Liebe Erika, ich freue mich natürlich, dass du deinen Geburtstag heute bei uns feierst. Das ist für uns eine große Ehre. Hier in der Rhön scheint wirklich jeder jeden zu kennen. Einheimische und Besucher lieben die einzigartige Landschaft. Geprägt von unbewaldeten Kuppen, lieblichen Tälern, Mooren und einzigartiger Flora und Fauna. Die Liebe zu ihrer Heimat treibt sogar die Gastwirtsfamilie Kehl bei allem Zeitdruck immer wieder raus in die Natur. Sivi, komm! Mutter. Kaffee. Ja, Mutter, alles gut. Du hast natürlich jetzt ein Messer dabei, ja? 3 Generationen an einem Tisch. Neben der Arbeit eine kurze Auszeit, die sich die Familie gönnt. Ist doch ein Messer, wir hatten das jetzt hingelegt. Ein Messer? Jetzt wird's kalt. Ja, aber es ist wirklich schon ein super schöner Tag. Wir kommen ja auch so ein bisschen durch deutsche Landen. Aber wenn man zu Hause ist, das ist, auch wenn man von Urlaub mal irgendwo ist und geht mal in anderen Bundesländern mal irgendwo wandern oder so, das ist ja eigentlich immer so unseres. Wenn man in die Rhön kommt, ist wunderschön. Wir liegen ja auch hier unmittelbar am Hochrhöner, ist ja ein zertifizierter Wanderweg. Das ist ja, für alle Wanderer einfach ein Muss. Man nennt ja auch die Rhön Land der offenen Fernen, weil man sieht es ja jetzt hier, es ist rundherum einfach nur herrlich schön. Da kannst du schon die ersten Pommes essen, ne? Ja. Wir sind vor knapp 8 Jahren wieder nach Hause gekommen und jetzt mit Familie und mit allem. Das ist ja so ein Angekommensein, ja klar. Dann verbindet man natürlich damit das Wort Heimat. Also sprich, wo man sich zu Hause fühlt. Zu Hause, das ist eben auch die Familie. Wir haben immer dienstags einen Männertag. Das haben wir also einige Male jetzt im letzten Jahr gemacht. Zum Herbst hin war es dann, das Wetter nichts mehr. Aber wenn jetzt das Wetter wieder besser wird, dann soll der Dienstag auch dazu sein, dass wir uns dann nachmittags zum Männertag treffen und ja, dann eine kleine Tour machen. Ein Eldorado für Wanderer und Radfahrer, aber auch für die Gastwirtsfamilie gehören gemeinsame Ausflüge zum Familienalltag. Oder man ruft sich gegenseitig an und sagt, komm, jetzt gehen wir mal ein Stück oder wir trinken eine Tasse Kaffee mal zusammen, dass man auch die Enkelkinder mal sieht und vor allen Dingen, sage ich mal, einfach auch mal privat an einem Tisch dann sitzt, nicht immer nur in der Gastronomie. Ne? Und das gehört auch mit dazu. Ja, ja, ja.
Die familiäre Atmosphäre setzt sich auch im Gastraum fort. Das Gasthaus ist ein bisschen das Herzstück der Region. Familienfeste werden daher traditionell beim Kehl gefeiert. Die Jahre in anderen Küchen waren für Benjamin Kehl wichtig. Die Entscheidung, zurückzukommen in den Familienbetrieb, nicht selbstverständlich. Ich freue mich wahnsinnig, der Benjamin ist ja jetzt da, aber ich freue mich wahnsinnig, dass er das so übernommen hat. Aber so richtig das auch erlebt. Der kommt ja aus einer Sterneküche. Wir haben auch eine gehobene Küche, sage ich mal, aber im regionalen Bereich. Und er kommt aus der Sterneküche und jetzt da zu Hause im Gasthof. Und natürlich hat er dann erstmal mit kleinen Töpfchen, kleinen Pfännchen die Umstellung, ne? Also andere Ideen und so. Aber das haben wir nach einem Jahr gut hinbekommen und ich glaube, wir haben beide voneinander gelernt. Mittagszeit im Landhaus Kehl. Längst hat sich auch jenseits der Rhön herumgesprochen, dass man hier regional und gut essen kann. Neben vielen Stammgästen kommen auch Wandergruppen ins Landhaus. Viele übernachten hier. Eva Kehl nimmt zwischen Bedienen, Küche und Spüldienst die Reservierungen auf. Okay, danke schön, Tag noch. Tschüss. Die Zimmer über dem trubeligen Gasthaus sind immer gut gebucht. Einfach und schlicht. Eine Minibar oder ähnliches hat hier noch keiner vermisst. Die meisten Gäste kommen schon viele Jahre, die hier oben schlafen. Und die sind das dann auch gewöhnt. Und das ist halt so, wenn ich im Landgasthof irgendwo bin, am Land, gehört das dazu. Etwas ruhiger geht es im Landhotel der Kehls zu, ein paar hundert Meter vom Gasthof entfernt. Hier gibt es sogar einen Wellnessbereich mit allem, was dazugehört. Das Alte mit dem Neuen verbinden, nach vorne schauen, ohne die Geschichte aus den Augen zu verlieren. Benjamin Kehl ist das wichtig. Im Foyer des Hotels Fotos der Familie. Ein Blick in die Vergangenheit, aber auch in die Zukunft. Wir haben das ja irgendwo vor 90 Jahren mal irgendwann angefangen, diese Reise mit dem Landgasthof oder damals Gaststätte Kehl. Und dass man ein Stück weit jetzt einfach diese Geschichte weitererzählt. Und hoffentlich noch viele Jahre. Also vielleicht dann irgendwann hier stehen und dann hängt halt dann auch irgendwo mal vielleicht von mir mal ein Bild hier. Diese Rinde haben besonders großen Appetit. Kein Wunder bei den schmackhaften Gräsern von Grasellenbach. Es sind Wasserbüffel, die hier eigentlich zur Landschaftspflege eingesetzt werden. Das heißt, sie fressen Binsen und Gräser, die andere Rinder stehen lassen. Gut genährt ist ihr Fleisch eine Delikatesse in der Küche von Gastwirt Daniel Wolf. Regionalität und direkter Kontakt zu seinen Lieferanten sind ihm wichtig. Das sieht sehr gut aus. Ich kenne die Lieferanten persönlich. Ich sehe die Wiese, die Weide, wie die Tiere Futter bekommen, wie sie groß werden. Auch bei den Fischen, die man bekommen, wie die aufwachsen, die kommen regional geliefert. Aus der Region kurze Wege und das ist die Qualität und die Frische, für die man stehen möchte. Seit über 70 Jahren steht der Landgasthof Hagen für diese Qualität. Schon als Kind hat Daniel Wolf das Kochen von seiner Oma gelernt. Wasserbüffel allerdings gab es damals wohl noch nicht. Ein Familienbetrieb in dritter Generation. Ehefrau Francesca hat das Wasserbüffel-Gulasch heute auf die Tageskarte gesetzt. Sie ist die gute Seele des Landgasthofs, zu dessen Genussprogramm eine Kochschule, organisierte Wandertouren und eine Pension gehören. Die gebürtige Sizilianerin und der Odenwälder Naturbursche. Rollenklischees werden hier aufgehoben. Also ich habe das Gefühl, dass mein Mann mehr italienisch ist, obwohl er Deutscher ist, wie ich. Und ich denke, deswegen harmoniert das doch auch zusammen zwischen uns. Also er überlässt mir die Organisation. Und er macht einfach die Feinheiten, also das Essen, das Geschmackliche ist dann seine Aufgabe. Und für mich ist dann, dass es pünktlich und perfekt geliefert wird. Ach ja, apropos geliefert. Ah, sehr schön. Gut, dass es geklappt hat, Wolfgang. Hallo, grüß dich. Da haben wir das gute Stück. Ah, das sieht gut aus. Sehr schön. Da freue ich mich. Wolfgang, vielen Dank. Alles klar. Mach's gut. Neben regionaler Verarbeitung hat Gastwirt Daniel Wolf eine weitere Passion.
Er liebt sie, die Kleinigkeiten, die geschmacklich die Nuancen in der Küche ausmachen. Feinste, hochwertige Gewürze sind seine Leidenschaft. Mittlerweile sind es über 140. Auch in der Küche hat sich dadurch einiges verändert. Das schlichte Salz in der Suppe, das war gestern. Heute gibt es die Gewürzkammer in Grasellenbach. Gewürze aus aller Welt sind hier im Angebot, versammelt im Odenwald. Eintauchen in ferne, fremde Welten und exotische Düfte. Der Gastwirt findet hier Entspannung. Hier komme ich zurück, wenn ich mal Ruhe haben will. Der ganze Tag die Hektik in der Küche mit den Gästen und hier kann ich abschalten. Dann setze ich mich gemütlich hin, denke mir neue Gewürzmischungen aus, fülle gemütlich meine Gewürze ab und bereite es wieder vor für den nächsten Tag. Ruhe, die seine Gäste in der sagenumwobenen Landschaft rund um den Landgasthof suchen und finden. Grasellenbach, ein Luftkurort mit vielen kleinen und einer ganz besonderen Attraktion. Alles steht hier im Schatten einer Heldensage. Selbst 1400 Jahre nach ihrem Untergang spielen die Nibelungen in Grasellenbach eine Hauptrolle. Wandeln auf den Spuren der Nibelungen, der Wanderweg zum sagenumwobenen Siegfriedbrunnen, wo Hagen der Finstere den blonden Heldenkönig getötet haben soll. Zur Erinnerung, Siegfried hatte eine Art undurchdringlicher Panzerhaut, weil er in Drachenblut gebadet hatte, das ihn schützte. Nur eine kleine Stelle war verwundbar, weil vor diesem Bad ein Lindenblatt darauf gefallen war. Und diese Stelle kannte der finstere Hagen. Den Tatort am Brunnen reklamieren natürlich mehrere Gemeinden im Odenwald für sich. In Grasellenbach hat man das touristisch schon früh genutzt. Auch der Großvater von Gastwirt Daniel Wolf hatte schon ein Gespür für diesen geschichtsträchtigen Ort. Das ist er. Das ist er. Hagen, ja, unser Landgasthof heißt Hagen und das kommt daher durch die Nibelungssage hier im Ort. Wir haben den historischen Siegfriedbrunnen hier bei uns im Ort, die Quelle, wo Hagen Siegfried erschlagen haben soll. Und unser Dorfgasthaus heißt, wie gesagt, Hagen. Und der Opa war damals schon sehr weitsichtig und hat gedacht, dass ich in seine Fußstapfen trete. Und so steht es auch in meinem Personalausweis drin, als Zweitvorname Daniel Hagen. Wie gesagt, Hagen. Und das ist auch mittlerweile mein Rufname. Und anders bin ich auch gar nicht mehr bekannt mit, nur noch als Hagen. Zurück zu Hagens Wasserbüffelgulasch. Da hat sich ja einiges an Gewürzen versammelt. So, also wir wollen dem Gulasch mit der Vanille einen besonderen Kick geben. Des Weiteren wollen wir in unseren Gulasch die Kardamomkapseln mit unterbringen. Nicht zu viel. Kardamom ist sehr kräftig vom Aroma her. Da langen 2-3 Kapseln für den kompletten Gulasch. Telicherry-Pfeffer geben wir mit dazu. Das ist ein kräftiger, nur schwarze große Pfefferbeeren dürfen den Namen Telicherry tragen. Den machen wir in unseren Gulasch mit rein. Dann klassisch die Lorbeerblätter. Und dann werden wir die ein oder andere Nuance frisch mit Majoran, Knoblauch vollenden. Das klingt schon mal verlockend. Auch die Gäste sind neugierig. Wasserbüffelfleisch gibt's auch im Odenwald nicht alle Tage. Wasserbüffelgulasch mit Bärlauchspätzle und Salat. Ui. Steht nicht eine Karte drin, können wir noch haben. Ui. Okay, das hört sich gut an. Dann wünsche ich euch guten Appetit. Ja? Danke. Ja, danke. Was darf es bei Ihnen sein? Also ich nehme die Empfehlung aus der Küche, das Gulasch bitte. Ja. Und wenn es ohne Sellerie ist, weil ich bin allergisch, aber ich denke, der Chef, der achtet da ja sehr drauf. Ja, gut. Sonderwünsche sind für Hagen kein Problem. Auch das Wasserbüffelfleisch ist schließlich nicht nur geschmacklich ein Highlight in seiner Küche. Wasserbüffel ist cholesterinarmes und fettarmes Fleisch. Man sieht es auch hier von der Maserung jetzt gegenüber ein Galloway-Rind. Wir haben hier kaum Fett im Fleisch, also sehr fettarm, sehr gesundes Fleisch. Und daraus schneiden wir jetzt unseren Gulasch. In ca. 3 cm große Stücke wird das Fleisch geschnitten. Gut salzen, die Gewürze dazugeben und mit Zwiebeln kurz aufkochen. Für die Würze gibt es noch Paprikapulver und dann mit Rinderbrühe 1,5 Stunden schmoren lassen. Schließlich kann angerichtet werden. Dazu gibt es selbstgemachte Bärlauchknöpfle. Gulasch mit Vanille klingt verrückt, aber
Wer, wenn nicht Hagen aus dem Odenwald, zaubert so eine Delikatesse? Regionales mit reichhaltigen Gewürzen aus aller Welt. Im Landgasthof Hagen eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Bei den Gästen kommt das an. Das ist wirklich, Fleisch ist ganz zahm, es ist sehr gut. Und dann weiß man halt auch, dass es ja aus der Region ist. Und dann direkt vor der Tür großgezogen worden. Also ist wirklich sehr lecker. Also ich habe alles richtig gemacht bei der Bestellung. Sehr, sehr lecker. Geschmackserlebnis. Ja, das Fleisch sehr zart, nicht durchwachsen, kommt aus der Region und das schmeckt man auch. Wir stärken dadurch die Region, da wir kennen die Betriebe bzw. die Landwirte oder auch die Molkereien, wo wir die Milch, Butter, Sahne für unser Eis und was auch immer für die Dessertkarte kriegen. Wir wissen, wo die Milch herkommt, wir wissen, wo die Butter herkommt. Wir kennen die Leute und die Leute kommen auch zu uns essen, also schließt sich der Kreislauf wieder. An Hagen kommt hier im Odenwald eben keiner vorbei. Ich habe schon immer das Ziel gehabt, dass wir hier einen Geheimtipp sind. In der Seitenstraße, wo man uns nicht gleich sieht, was ja baulich nicht zu verändern ist. Und ich kenne das von Urlaub, mir kommt von den Einheimischen gesagt, gibt es irgendwo was, einen Geheimtipp. Und genau da will ich hin, beziehungsweise da denke ich, dass wir schon fast dort sind, dass wir der sogenannte Geheimtipps sind in der Region. Nun, Hagen und seine Gewürzkammer haben auf alle Fälle das Zeug dazu. Manch ein Dorfgasthaus hat so gar kein Dorf drumrum. Morgens in der Taufsteinhütte, der Chef kocht à la carte, aber... Aber mein Lieblingsrezept, so was ich hab, ist, man nehme ein Glas Wein und schütte es in den Koch. Das habe ich letztens geschenkt bekommen. Fand ich klasse. Das ist genau meins. Unterhalb vom Hohe Rotzkopf im Vogelsberg liegt sie, die Taufsteinhütte. Mit Fässern zum Übernachten, liebevoll dekoriert. Außen und innen. Für die Gäste ist noch Frühstückszeit. Jürgen Carnier aber ist schon auf Schnupperkurs. Und was riecht man da? Das war jetzt die Jakobsmuschel. Und nach dem Abwaschen einfach nochmal riechen, einfach nur für Sicherheit. So ein Reflex quasi, dieses dran riechen. Das ist irgendwann, macht es bei fast allem, was manche irritiert. Und wie roch sie? Gut, frisch. Ganz wichtig. Gleich noch der nächste Test. Geschmacksprobe beim Wildgulasch. Mmh. Lecker, super. Irgendwie nimmt die Geschmacksprobe so gar kein Ende. Was ich immer gerne habe, ist so eine leichte Süße, die mit drin ist. Also entweder durch Kirschen oder Pflaumen. Holen wir uns die. Und dann natürlich für mich wirklich die ganzen Wildkräuter. So Rosmarin, da so ein bisschen Thymian mit drin ist. Ein bisschen Kardamom, Nelke, Wacholder. Und das ist immer klasse, da freue ich mich immer ohne Ende, wenn es ist. Gerade bei Wildgulasch, da geht mir das Herz auf. Und dann beginnt er, der ganz normale Wahnsinn. Ganz dezent Sahne. Apfelmeerrettichsoße. Tabelspitz. Draußen scheint die Sonne, es geht stramm auf Mittag zu und die Bestellungen häufen sich. Also ist auch im Stress, ich liebe das. Also wenn die Bonleiste voll hängt und du einen guten Tag natürlich hast, das vorausgeht. Wenn du richtig angeschossen bist, müde oder irgend sowas, krank, das geht gar nicht. Aber ansonsten ist es einfach ein Traum und ich liebe es. Die Vogelsberger Forelle ist tatsächlich im Vogelsberg aufgewachsen und, sagen wir es kurz, die Gäste lieben sie. Ja, der Fisch in Kombination mit dem Schinken, das Salzige, super lecker. Und der Matthias? Der Matthias ist wirklich ein schöner, salziger Geschmack, der ist sehr hervorragend. Ja. Andere wiederum nutzen die Mittagspause für einen Ausflug auf den Hohe Rotzkopf. Nur rund 1000 Meter südwestlich gelegen, ist der zweithöchste Gipfel im Vogelsberg bei schönem Wetter ein beliebtes Ausflugsziel. Biker, Wanderer, Erlebnishungrige treffen sich im Klettergarten, dem Baumkronenpfad oder einfach zur Entspannung mit Panoramablick. Bei klarer Sicht kann man das Rhein-Main-Gebiet und den Taunus erkennen, während man ganz gemütlich auf einem erloschenen Vulkan sitzt. Schließlich ist der Vogelsberg das größte zusammenhängende Vulkangebiet Mitteleuropas.
Und wenn es nicht gerade regnet, kann man seit mehr als 35 Jahren auf dem Hohe Rootskopf auch ganz ohne Schnee rodeln. Andrea und Michael Rösner aus Butzbach wagen sich auf die Piste. So, die Beine rein, beide Hände am Hebel, nach vorne Beschleunigung, zurückziehen, Bremse, ja? So, viel Spaß, gute Fahrt. Ciao, ciao. Danke. 750 Meter schlängelt sich die Sommerrodelbahn ins Tal. 3 Euro kostet so eine Fahrt für Erwachsene. Mit immerhin 40 Stundenkilometern geht's den Hang runter. Unten angekommen bringt natürlich ein Liftsystem die Rodler wieder zurück. War super. Spannend. Es hat super viel Spaß gemacht und Vogelsbergwind. Ja. Ja. Ganz wichtig, Mund zu lassen, sonst hängen die Fliegen zwischen uns hin. Ich glaube, du hattest Angst, gell? Ja, ich habe ja kein. Also normalerweise sitze ich immer am Steuer, ja. Aber in dem Fall Andrea vorne und ich hatte keine Chance, an diesen komischen Steuerhebel zu kommen. Ja. Heute hatte ich mal die Regie. Sie hat es voll ausgekostet. Ja. Ja, wir fahren nochmal, oder? Fahren wir nochmal? Na klar, fahren wir nochmal. Komm, noch mal. Los. Währenddessen gibt es in der Taufsteinhütte unbemerkt von den Gästen ein Problem bei den Holzfässern im Garten. Ein Heizstrahler ist ausgefallen und nun wird Mariana einen neuen anschließen. Eigentlich ist sie Reinigungskraft, aber Hausmeisterin, das kann sie auch. Und die Übernachtungsgäste sollen ja beim Waschen nach den oft noch kalten Vogelsberger Nächten nicht frieren. Der Chef ist stolz auf sein Team. Das ist die Säule von so einem Betrieb. Alleine kannst du einpacken, ganz einfach. Alleine ist es hier für Jürgen Carnier längst nicht mehr zu schaffen. Immer mehr Gäste zieht es in die Taufsteinhütte und den Vogelsberg. Wir fahren so ungefähr seit 17 Jahren hier hoch, regelmäßig. Ja. Der Hohe Rootskopf, das bedeutet für mich so ein Stück Heimat. Ja, wenn ich hier oben sitze, dann fühle ich mich zu Hause, dann fühle ich mich wohl, dann wird mir es warm ums Herz. Ja. Wenn ich dann noch meinen Nusseck und den Kaffee dazu habe, das ist für mich einfach Ankommen. Ja. Da könnte man dann ja auch gleich da bleiben. Jedenfalls mal für eine Nacht. In 27 Jahren ist die Taufsteinhütte immer größer geworden. Die Schlaffässer kamen dazu und die sind ein Renner bei den Gästen. Für 80 Euro können 2 Personen eine kuschelige Nacht verbringen. Das ist ja schnuckelig. Oh. Ja. Also, ich bin fast sprachlos. Also, wir sitzen quasi da, wo früher der Wein stand. Dazu noch die Vulkanhütte für größere Feiern und die Hochzeitshütte. Das ist noch mal ein Stück mehr Gemütlichkeit. Ich bleib hier. Wir übernachten heute Nacht einfach hier. Wunderbar. Guck mal hier, mit Liebe zum Detail. Einfach schön. Wir haben jetzt 2 Stück davon. Und die sind auch sensationell. Arbeit rund um die Uhr, immer auf der Suche nach noch mehr neuen Angeboten, nur um aus einem entlegenen Gasthaus ein Gästeparadies zu schaffen? Hat er das nie bereut? Schon oft, sehr oft. Aber das liegt schon lange zurück. Also das ist Vergangenheit. Und mittlerweile froh, dass ich hier bin. Übrigens, spektakuläre Sonnenuntergänge gab es am Hohe Rootskopf schon immer. Aber als Jürgen Carnier die Taufsteinhütte übernahm, gab es kaum akzeptable Infrastruktur. Und besonders nach den ersten 3 Monaten dachte er öfter mal ans Aufgeben. Weil wir hatten hier im März früher, im März kam kein Mensch. Du warst alleine hier oben. Ich habe am Fenster gesessen, habe rausgeguckt. Die Autos sind vorbeigefahren. So fing es an. Und heute brummt die Hütte. Brandnudeln, Schnitzel, Rucola, Feldsalat, Lachsgrill, Forelle, Spinatknödel, Bodenschätze, das Hirschgulasch, 3 Cavatappi, 4 Cavatappi, davon einmal Englisch. Gut, dass wir noch mal drüber gesprochen haben. Vegan oder mit Fleisch, Rotkraut, Spätzle. Selbst im größten Tohuwabohu hat der Chef noch Spaß. Und da das Essen so schmeckt, wie es aussieht, müsste Jürgen Carnier doch selbstständig Appetit haben. Aber manchmal, wenn du ein richtig gutes inneres Gefühl hast, dann sagst du, boah, wie geil. Ich würde jetzt selbst gern essen. Aber es variiert schon ein bisschen. Und was ist heute für ein Tag? Heute ist ein geiler Tag.
wie viele andere auch auf der Taufsteinhütte, wenn der Chef weiterhin so innovativ, kreativ und mit Herzblut in immer neue Ideen investiert. Christine Lukart unterwegs in ihrem Kräutergarten. Wenn es darum geht, was bei ihr auf den Tisch kommt, dann schwört sie auf eigene Gewächse. Da weiß ich genau, wie es wächst, wann es gesät wurde, was ich gesät habe, dass da nichts Chemisches ist. Ich kann den Kindern erklären, wie es aussieht, das Gemüse, die Pflanze. Auch hier wird möglichst saisonal und regional gekocht. Am besten natürlich, wenn es dazu noch selbst angepflanzt wurde. Ich glaube, dass Gemüsegarten haben oder Kräutergarten, das ist eine Lebenseinstellung. Ja, ich glaube, eine Lebenseinstellung, dass man es einfach mag, sich Sachen frisch aus dem Garten zu holen, sich erfreut, wenn es wächst und damit leidet, wenn der Hagel kommt und es kaputt macht. Frühlingszeit ist Baumschnittzeit. Diese Arbeit übernimmt der Hausherr Jörg Lukart selbst. Ehrensache. Überhaupt machen die Lukarts scheinbar alles selbst in ihrem Gasthof im Kellerwald. Eine Gegend, die zum Wandern und Radfahren geradezu herausfordert. Da kann selbst der Chef nicht widerstehen. Ja, hier ist halt das Besondere beim Biken, dass du innerhalb von 30, 40 Kilometern ohne Probleme 700, 800 Höhenmeter machen kannst. Und da kannst du dich schon richtig austoben und fordern. Und landschaftlich ist natürlich ein Traum, ganz klar. Heute Abend soll es Knäckebrot zum Menü geben. Eine Spezialität von Christine, die Brotbacken über alles liebt. Davon können sich ihre Gäste dann beim Frühstück überzeugen. Ach ja, apropos Gäste. Heute Abend wird mit Gästen zusammen gekocht. Familie Vogel aus dem Ruhrgebiet ist mit dabei. Markus Vogel macht seit 47 Jahren Urlaub im Gasthof. Also ich bin damals mit dem Großvater auf dem Trecker. Die hatten ja früher auch sogar noch Landwirtschaft. Und der ist dann mit seinem Trecker übers Feld gefahren und ich saß auf dem Trecker mit dabei. Und dann hatte er immer so eine kleine Dose mit Zitronenbonbons. Und an solche Sachen kann man sich einfach erinnern, wenn man wieder hier hinkommt. Ne? Und man hat hier schon so viele schöne Sachen auch erlebt. Das ist einfach wie nach Hause kommen. Ja. Wir kennen alles hier, fühlen uns einfach wohl. Ja. Nein, das ist auch eine Verbindung. Das ist einfach so. Das ist was anderes, als wenn man Gäste hat, die immer nur einmal kommen. Das ist viel schöner. Man kennt sich, man weiß sich zu schätzen, man freut sich auch, man nimmt an der Familie teil. Man kann hier viel machen und erleben. Ja. Vor allen Dingen haben wir jetzt schon so viele schöne Gästebucheinträge auch. Das ist schon beeindruckend, hat sie doch gemeint, muss man ganz klar sagen. Das ist der erste Eintrag in unser Gästebuch von der Familie Vogel von 1973. Wird alles aufgehoben. Freut man sich, dass man es weitermacht. Überhaupt ist es ein Haus mit viel Tradition, der Gasthof in Battenhausen und immer in Familienbesitz. Angefangen hat mein Ururopa mit seiner Frau Friedrich und Elisabeth. Gegründet wurde der Betrieb 1874 und da war eine Bierwirtschaft damals dabei, eine Schreinerei, ein bisschen Landwirtschaft und ein Tante-Emma-Laden. Die Gästezimmer, die kamen erst in den 60er Jahren. Und Battenhausen war ein Luftkurort und damit kamen unheimlich viele Gäste aus dem Ruhrgebiet, die auch im Bergbau gearbeitet haben und auch Staublunge teilweise hatten, damit sie besser Luft wieder bekamen, um im Bergbau weiterarbeiten zu können. Bergbau, der auch in dieser Gegend eine große Bedeutung hatte. Nicht weit entfernt, das Schneewittchendorf Bergfreiheit mit dem Bergwerk. Was sich romantisch nach den sieben Zwergen anhört, hatte einen eher unromantischen Hintergrund. Doch dazu später mehr. Die Gäste der Lukarts mit dem Ehepaar Vogel haben eine Führung bei einem Märchenforscher gebucht. Für Markus Vogel nicht das erste Bergwerk. Ja, man hat sich natürlich schon mal Bergwerke angeguckt. Wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, dann ist man da natürlich vorbelastet. Dieses kleine Bergwerk von Bergfreiheit aus dem 16. Jahrhundert ist ein Juwel. Und zwar ist das erste hessische Besucherbergwerk, was in eigener Regie
gesucht worden ist. Das wurde verschüttet nach dem Ersten Weltkrieg. Mein spezielles Thema eigentlich dazu ist die Kinderarbeit in Bergwerken. Und den jüngsten Fund von einem Kind, den ich gemacht habe, war sage und schreibe 5 Jahre. Die Wirklichkeit war also nicht ganz so märchenhaft wie die Erzählung. Im Inneren dann noch mehr Geschichten. Enge, Feuchtigkeit und kühl ist es. Eine Besichtigung des ehemaligen Kupferbergwerks ist in den Sommermonaten mittwochs bis sonntags möglich. Bei einer Führung erfahren die Besucher viele Geschichten rund um die damalige Gewinnung des teuren Kupfers. Aber hier arbeiten? Selbst die spärliche Beleuchtung, weiß Märchenforscher Eckhard Sander, hatte noch eine andere Funktion. Diese Lampe hat noch einen anderen Sinn gehabt, neben dem Ausleuchten. Denn es war ein Zeitmesser. Die mussten ja sich orientieren, wie lange die in dem Berg arbeiten mussten. Wenn die abgebrannt war, dann musste man immer eine Schicht rum. Die Kinder, die mussten doch auch Angst gehabt haben. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass die das so freiwillig gemacht haben. Dann denkt man natürlich, da hinten geht's weiter. Nach der Stunde Führung Frischluft. Die Urlaubsgäste sind beeindruckt. Da möchte ich nicht 12 Stunden arbeiten. Hat sich's denn gelohnt? Ja, es hat sich gelohnt, klar. Weil ja auch viel Informationen, also um das Drumherum, wie die Leute dann auch gelebt haben, unter was für Bedingungen die gearbeitet haben. Ne? Also das war schon interessant, sehr interessant. Ich komme hier aus der Gegend, das ist eigentlich ein klassisches Ausflugsziel, normalerweise auch für Grundschulklassen oder sowas. Aber ich würde jetzt sagen, bei mir ist keine Erinnerung hochgekommen, die mir bekannt gewesen wäre. Fand es aber sehr interessant und aufschlussreich. Vor allen Dingen die Darbietung ist einfach kurzweilig gemacht worden. Der Kellerwald, eine Gegend mit Geschichte. Im Gasthaus sind mittlerweile alle Gäste wieder eingetroffen. Das Menü des heutigen Kochkurses wird besprochen und der Ton der Gastgeber wird bestimmt. Wenn es nichts wird, müsst ihr es nachher selber auslöffeln. Also das. So, ihr werdet jetzt erstmal eingekleidet. Kochkurse veranstalten die Luckarts auch, weil sie gerne ausbilden würden, aber in ihrer Region keine Auszubildenden finden. Da müssen dann halt die Gäste ran an die Töpfe. Chefin Christine behält bei allem den Überblick. Ach ja, und außerdem. Die ist streng. Wir haben eben sogar die Spuren vom Einfüllen wieder entfernen müssen, damit die Optik passt. Sie müssen es halt dann auch alle essen, egal wie. Ja. Aber sonst ist gut gelungen. Ja, man muss ja schon immer ein Auge drauf haben und auch erklären, warum was so gemacht wird, sonst lernt man es hier nicht. Ihr Wissen weiterzugeben ist für Christine eine Herzensangelegenheit. Für uns ist es Leidenschaft. Wir lieben den Beruf. Wir machen das mit Herzblut. Wir brennen dafür. Ohne Herzblut kann man diese Branche nicht längerfristig ausüben. Dann kann man das vielleicht ein paar Jahre machen, aber sicherlich nicht sich selbstständig machen, wenn man da nicht wirklich Herzblut bei hat. Zum Hauptgang gibt es Schweinebäckchen mit Spitzkohlgemüse und selbstgemachten Schupfnudeln. Das ist gar nicht so schwierig, denn unbedingt das Ziel des Kurses ist, dass alle alles zu Hause nachkochen können. Die Schupfnudeln 1A, das Gemüse super, die Bäckchen total zart. Und ich hätte es nicht erwartet, wenn ich das Fleisch gesehen habe, weil man immer nur von Filet erwartet, dass das so zart wird. Das ist wirklich, das macht Lust auf mehr. Und schmeckt noch besser, weil selbst gemacht. Ging ein bisschen militärisch zu hier, wie auf dem Kasernenhof manchmal, aber das hat, ich glaube, das hat auch einen Grund. Sonst würde es nicht funktionieren. Genau. Ansonsten ein sehr, sehr schöner Tag. Würde ich, glaube ich, nochmal machen. Kochen mit Herz im Gasthaus zum Hohenloher in Battenhausen. Selbstgemacht ist eben doch am besten. Das waren 5 von 50 Dorfgasthäusern, die durch den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband in Hessen ausgezeichnet wurden. Natürlich gibt es noch viele tolle mehr. Am besten, Sie machen sich selbst mal auf, erleben hessische Geschichte, erkunden tolle Freizeitangebote und lernen Gastgeber kennen, die mit Kreativität, herzlicher Gastlichkeit und viel persönlichem Einsatz alles tun für das Wohlergehen ihrer Gäste. Also vielleicht auch bald für Sie.